Die Zitadelle von Saladin, eine mittelalterliche Befestigungsanlage auf dem Felsmassiv von Mokattam, wird als eine der am meist bekannten Touristenattraktionen Kairos betrachtet. In der nahen Nachbarschaft am Fuße der Felsen liegt ein wenig angenehmer Stadtteil der Hauptstadt Ägyptens, der Manschiet Nasser genannt wird. Ein Platz, an dem die Unberührbaren in ihrer eigenen Stadt leben, die besser bekannt ist als Müllstadt. Mario Stiebig ist einer der wenigen Freiwilligen, der seit 20 Jahren an diesen Ort und an die Menschen dort gebunden ist. Man kommt nicht mehr durch die Straßen mit all dem Müll hier. '69 lebten die Müllsammler von Kairo im Stadtteil Imbaba auf der anderen Seite des Nils. Als die Stadt weiter auf Imbaba zuwuchs, war auf einmal das Zentrum zu nahe gelegen. Der Bürgermeister wies sie an, von dort wegzuziehen. In nur einem Tag wurden die Baracken mit Bulldozern plattgewalzt und die Müllsammler wurden zu dem Mokattam-Hügel gebracht. Hierher, wo wir gerade stehen. Zuerst war es ein Platz, an dem die dortigen Bettler den Müll durchsuchten, um nach Überresten zu suchen. Mit der Zeit wurde das Recycling des Abfalls zu einer Einnahmequelle für die Armen und eine unverzichtbare Ressource einer rasch wachsenden Stadt, die heute 17 Millionen Menschen zählt. Jeden Morgen verlassen tausende Müllsammler bei Tagesanbruch die Müllstadt und verteilen sich auf die Innenstadt. Sie sammeln über 13.000 Tonnen Abfall von fast 17 Millionen Einwohnern, um dann den Müll zu sich nach Hause zu bringen. Vom Plastik bis zu Dosen. Die Familien spezialisieren sich auf eine bestimmte Sorte von Abfall, die sie sammeln und verkaufen. 90% der Familien sind Christen. Obwohl das Christentum mit dem Apostel Markus nach Ägypten kam, sind die Mehrheit der Ägypter heute Sunniten. Nur 10-15% der 83 Millionen Einwohner Ägyptens sind Christen. Die meisten von ihnen sind orthodoxe Kopten. Die katholischen Kopten zählen ungefähr 200.000 Gläubige. Christen können leicht erkannt werden an dem Kreuz, das in ihren Arm tätowiert ist. Kleine Kinder werden tätowiert, damit sie ihre Wurzeln nicht vergessen. Als eine Minderheit sind die Christen oft Opfer von Diskriminierung. Auch hier, denn aus religiösen Gründen dürfen Muslime nicht mit Abfall handeln. Fiel der Handel mit Müll den benachteiligten koptischen Christen zu. So können heute über 60.000 Menschen von der Mülltrennung leben. Der penetrante Geruch von verrottendem Müll wurde zum Schutz, der es den Christen erlaubt, ihren Glauben zu praktizieren und zu bewahren. Schaut, welche Hochachtung sie für religiöse Bilder haben. Jedes dieser Bilder, das in dem Müll gefunden wird, aus einem Kalender zum Beispiel, wird nicht recycelt, sondern an die Wand gehängt. Das hier ist Schenouda, der koptische Patriarch. Es gab jedoch keinen, der sich spirituell um die Menschen kümmerte,
die in Schmutz und Degeneration gefangen waren. Sie fühlten sich von Gott abgelehnt. Sie degenerierten mehr und mehr, rauchten Haschisch und tranken Alkohol aus Datteln. Sie schossen aufeinander, denn fast jeder hatte eine Waffe. Lynchen war üblich. Es gab da einen Mann aus dem Stadtteil Shubra, der entdeckte das Kreuz auf dem Arm des Mannes, der seinen Müll entsorgte. Er interessierte sich für ihn und fing an, ihm Fragen zu stellen, wo er lebt, ob er Gott erfahren habe, ob er gläubig war oder nicht. Und dieser Müllsammler, ein einfacher Analphabet, bat den Mann, der damals Ibrahim Farad genannt wurde, zu ihm zu kommen. Denn keiner kannte Gott dort. Es gab keine Kirche und auch keine Katechese. Also kam Ibrahim mit ihm in die Müllstadt. 4 Kilometer durch Schmutz und Fliegenschwärme und den Gestank, der ihm fast den Atem nahm. Auf der Straße sah er 600 Kinder herumrennen. Dort waren alle Christen, die man durch die Art der Kleidung, die sie trugen, erkennen konnte. Diese ganz und gar verlassenen Menschen berührten sein Herz. Er erkannte die Dringlichkeit, Gottes Würde und seine Liebe zu ihnen zu bringen, die gefangen waren in diesem Schmutz, zu diesen Menschen, die in Kartonhütten lebten. Es war am 13. April 1974. Ibrahim Farad durchlebte gerade eine Krise seiner Berufung. Er fragte sich: Mein Gott, was tue ich hier? Ganz alleine. Ich bin in diesem riesigen Gebiet nur ein Tropfen in diesem Meer von Nöten. Gerade als er beim Beten die Hände erhoben hatte, landete ein Stück Papier auf seiner Brust. Er fing es aus einer riesigen Staubwolke heraus. Es war die Vorsehung Gottes, dass es eine Seite aus der Bibel, der Apostelgeschichte war. Es war die Vision von Paulus. Fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. Mit diesem Stück Papier aus der Bibel in der Hand ging er zusammen mit seinem Beichtvater zum koptischen Patriarchen Shenouda. Der Patriarch sagte: Das ist ein Brief des Himmels für dich. 1976 wurde Ibrahim als erster aus der Müllstadt zum Priester geweiht. Er nahm den Namen Saman, Simon, an. Er predigte zuerst in einer kleinen Höhle, in der nur 25 Menschen Platz hatten. Später entstand eine riesige Höhle, die mehrere tausend Menschen fasst. Diese scheinbar unmögliche Aufgabe wurde von vielen bezweifelt, auch ob die Müllsammler diesen Aufwand wert sind. Pater Saman aber sagte, dass eines Tages 20.000 Menschen aus der Müllstadt in dieser Kirche Platz finden würden. Seitdem hat sich vieles geändert in Mokattam. Die Hütten aus Karton wurden entfernt und von Häusern aus Ziegeln ersetzt. Die Straßen, auf denen einst das Abwasser floss, sind jetzt befestigt. Die Kinder spielen immer noch im Müll, aber es gibt Zeichen der Hoffnung, wie zum Beispiel Schulen und Spitäler. Die Effizienz der Wiederverwertung hat sogar internationale Anerkennung bekommen. 80% des Mülls von Kairo werden hier recycelt. Wir müssen ein Stück weiter. Wir kommen hier nicht durch. Hallo? Hallo?
Hallo. Als ich 97 mit dem Auto hierher kam, hatten nur Pater Saman und ich ein Auto. Niemand sonst. Alle hatten Eselskarren. Und jetzt kommen wir nicht mehr durch. Pater Saman ist immer noch der spirituelle Vater, Führer und Vermittler für die Menschen der Mühlstadt. Er liebt und führt sie und weist sie zu einem besseren Leben an. Betet, betet aufrichtig. Bedenkt, ob ihr nicht verloren gegangen seid durch Geld oder Beziehungen, Begierden oder schlechte Gesellschaft, die euren Charakter zerstört. Betet und seid dem Heiligen Geist gehorsam.